Würzburg hier angereist, um Sie auf Stand zu bringen, was das Kölner Urteil vom 22. Juli betrifft. Am 22. Juli dieses Jahres wurde in Köln ein Urteil gefällt, wonach ein Richter drei Patienten, drei von fünf klagenden Patienten erlaubt hat, Cannabis zu Hause bei sich in der Wohnung anzubauen und für medizinische Zwecke zu nutzen hat. Ich selbst habe seit 5 Jahren jetzt eine Genehmigung zum Bezug von Cannabisblüten aus der Apotheke zu einem Preis von knapp 15 Euro pro Gramm und ich kann mir das nie und nimmer leisten. Aus diesem Grund habe ich auch schon kurz darauf angefangen zu klagen, um mir diese Pflanze, die mir jetzt persönlich hilft, meine Schmerzen zu bewältigen, die ich aufgrund eines Unfalles habe, ja, mich damit zu behandeln, was der Kasse jetzt natürlich keinen Pfennig kosten würde, aber es wird mir versagt. Und vor kurzem kam es eben zu diesem Urteil, wo, wie gesagt, ein Richter mir und zwei weiteren erlaubte, Cannabis anzubauen. Am 23. Juli, einen Tag darauf, ging das Urteil auch durch die Presse hier in der Bundesrepublik und jeder hier denkt jetzt, dass diese drei Leute, inklusive mir, Cannabis anbauen dürften. Wir dürfen es aber nicht. Aber ich baue an. Das liegt daran, dass das Institut, was eigentlich jetzt hier für unsere Gesundheit zuständig ist und was eigentlich dafür sorgen sollte, dass das Urteil möglichst schnell umgesetzt wird, das Ganze uns nach wie vor versagt. Das heißt, wir dürfen kein Cannabis anbauen und werden es auch in Zukunft noch nicht dürfen, weil die Behörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn, Ende August, um genau zu sein, am 29. August gegen dieses Urteil in Berufung gegangen ist. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt einer, der weiterhin natürlich dabei bleibt am Ball und möchte, dass ich möchte für mich eine Pflanze, wir sprechen hier von einer Pflanze, wir reisen hier durchs Land, klagen uns Tag für Tag und Jahr für Jahr durch unser Land durch, um eine Pflanze nutzen zu dürfen, die uns medizinisch hilft. Wo ist das Problem? Mir hilft das Zeug, mir hilft Cannabis gegen Schmerz. Demjenigen, dem Cannabis nicht hilft, dem hilft seine Schulmedizin. Und auch damit ist es gut. Der Patient wird weiter in die Apotheke gehen, sich seine Tabletten holen und damit ist alles in Ordnung. Der Patient ist zufrieden und ich bin zufrieden, wenn ich mir mein Cannabis irgendwann eines Tages selbst anbauen darf und vorher nicht. Denn wir haben es hier mit einer Pflanze zu tun und nicht mit einer Chemie oder sonst was, die in irgendeinem Keller hergestellt wird, sondern eine Pflanze, die wächst, die leicht hochzuziehen ist und die nicht nur mir, sondern auch vielen, vielen anderen Menschen da draußen helfen könnte und würde, wäre es denn erlaubt. Aus diesem Grund werde auch ich jetzt hier nicht nachgeben und weitermachen und weiter am Ball bleiben. Wir werden sehen, was beim Oberverwaltungsgericht in Münster rauskommen wird. Meines Erachtens wird es auch beim Oberverwaltungsgericht kein anderes Urteil geben, wie jetzt beim Verwaltungsgericht in Köln. Und es wird eines Tages Recht gesprochen werden und eines Tages werden wir Patienten unser Gras zu Hause anbauen. Fertig. Dankeschön. Ja.